Wo wart's denn ihr jetzt? Grüß euch! Heute geht's vom Seebergsattel aus auf 1754 Meter auf dem Kärntner Storschitz. Da oben kommt man schon raus. Es sind zwar nur 600 Höhenmeter, aber nachdem das Wetter instabil ist heute, passt das genau. Mächtige Felswand. Der Aufstiegsweg erfolgt über den Kreinersteig. Blick auf die Steiner Alpen. Entlang der slowenischen Staatsgrenze. Ein Traum. Jetzt werden die Pfade sicherlich spannend werden. Jawohl, jetzt fängt der coole Part an. Thank you.
Gipfel in Sicht. Kärntner Storžič. So, jetzt ist Jausenzeit. Nudelsalat und der Weckerle. Das ist ein Geheimplätzchen. So, jetzt geht's wieder oben vom Kärntner Storžič über den Pasterksattel. Der Kärntner Storžič, muss ich sagen, ist echt ein schöner Aussichtsberg. Zahlt sich echt aus. Ein bisschen kraxeln. Das passt genau. Boah, den hat's umgefetzt. Den unten auch. Bin ich bald wieder beim Auto. Da irgendwo in der Nähe sollten zwei Höhleneingänge sein. Die werde ich suchen und hoffentlich finden. Aha. Schauen wir mal rein da. Cool. Oh, ist der Raum da? Okay. Da oben geht's auch noch weiter. Coole Ausschwemmung da.
Sagen wir da. Schöne Kammern da. Dahin können die Wurzeln raus, aber. Ich glaube, das war's. So, jetzt schauen wir mal, den nächsten finden. Raus aus der Kammer. Einfach gleich neben der Straße und keiner würde vermuten, dass sich da eine Höhle befindet. Das ist die geschützte Höhle. Mal, muss da durchkriegen. Dann schauen wir mal, warum das würdig ist, ein Naturdenkmal zu sein. Boah, wo muss der echt? Super. Ui. Aha, so eine große Kamera. Da geh ich aber nicht runter. Ich glaube, da kommt man nicht runter. Mhm. Ja, vielleicht steht die Höhle in Verbindung mit der anderen. Das kann aber sein. Da unterhalb. Da ist ein besserer Durchgang. Wasserkammer. Ah, coole Deckenformationen. Ja, es ist eine Lehmhöhle sozusagen. Das ist die Endkammer, oder wie? Okay. Das ist ein Loch. Da geht's auch weiter, aber. Für mich jetzt nicht, ne? Das ist dumm. Nicht so groß die Höhle, aber ja, wahrscheinlich aufgrund der Steinformationen da ist er vielleicht geschützt. Naja, kann man machen, ne? Oh, da geht's noch oben. Aber unten hört's auf. Steiner Lehmhöhle. Haben wir noch irgendwas noch nicht gesehen, was wir sehen sollten?
Ah, ist da das vielleicht auch schützenswert. Das Gestein ist schon cool. So, jetzt gehe ich wieder raus. So, und ich glaube, das ist der richtige Ort, um mich von euch zu verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen und die zwei kleinen Höhlenerkundungen. Und danke schon fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Kristalle.